In einem historischen Altbau mitten im idyllischen Kurort Bad Urach hat sich Natascha Meyer ein hochmodernes Kosmetikinstitut aufgebaut. 85 Quadratmeter stehen ihr und ihrem Team zur Verfügung, um sich um die Wünsche der Kundinnen zu kümmern. Hallo, ich bin Natascha Meyer und begrüße euch in meinem Kosmetikstudio Beauty Room in Bad Urach. Ihr Institut hat die Kosmetikerin 2016 gegründet. Bevor es jedoch soweit war, stand für sie eine wichtige Entscheidung an. Ich komme ja eigentlich aus der Krankenpflege und habe mich dann damals irgendwann entscheiden müssen, ob ich voll in die Selbstständigkeit gehe oder ob ich weiter in meinem Beruf bleibe. Weil doppelschienig konnte ich nicht mehr fahren. Das war einfach dann so eine starke Belastung, auch mit meiner Familie. Und ja, ein Freund hat dann zu mir gesagt, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du dich komplett selbstständig machen würdest? Und ja, dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, falls es doch irgendwie der komplette Reinfall werden sollte. Ja, und dann habe ich mich einfach getraut. Ein Fehler war die Gründung ihres eigenen Instituts auf keinen Fall, denn die Geschäfte laufen sehr gut. Das hat Natascha Meyer unter anderem auch ihrer Mutter zu verdanken, die ihr mit ihrer großen Erfahrung zur Seite stehen konnte. Meine Mutter, die war ich immer ein sehr großes Vorbild. Ich bin ja in der Branche aufgewachsen. Ich bin schon als kleines Mädchen in ihrem eigenen Nagelstudio rumgehuscht und habe mitgeholfen. Bevor sie sich komplett selbstständig gemacht hat, arbeitete Natascha Meyer noch kurze Zeit in einer Hautarztpraxis. Dort sammelte sie nicht nur weitere Erfahrung, sondern auch wertvolle Kontakte. Als ich das Institut gegründet habe, war ich alleine. Ich habe aber recht schnell Unterstützung bekommen von der Svenja. Die kenne ich nämlich von meiner Hautarztpraxis, wo ich da gearbeitet habe. Und die wollte dann ziemlich schnell zu mir kommen und mit mir zusammenarbeiten und das Ganze ein bisschen aufbauen. Mittlerweile beschäftigt die Inhaberin insgesamt 3 Angestellte. Gemeinsam absolviert das Team rund 300 Kundentermine jeden Monat. Damit der große Andrang an Kunden auch in Zukunft bestehen bleibt, hat sich Natascha Meyer eine einfache, aber effektive Methode überlegt. Wir machen auf jeden Fall im Institut immer schon die Folgetermine aus, dass die Kunden einfach keinen Stress haben, bei uns einen nächsten Termin zu bekommen. Wir arbeiten mit Treuekarten. Das heißt, wenn der Kunde 12-mal bei uns eine Behandlung gemacht hat, bekommt er einen 10-Euro-Bonus oder darf sich eine Augenbrauenkorrektur aussuchen. Genau, es gibt regelmäßig kleine Geschenke. An Valentinstag kaufen wir extra von der Konditorin frische Pralinen ein. Also wir gucken immer, dass wir so ein paar Kleinigkeiten unserer Kunden bei Laune halten. Doch nicht nur Kunden besuchen den Beauty Room. Seit 2019 ist sie auch Trainerin für ein Kosmetikunternehmen, sodass sie regelmäßig Kolleginnen im Bereich Nageldesign schult. Für die ehrgeizige Inhaberin ist das mehr als nur eine einfache Nebentätigkeit. Es war schon immer mein Ziel, Trainerin zu werden, gerade für Alessandro. Genau, das wollte ich schon immer. Und ich habe das Angebot letztes Jahr bekommen. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich auch nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall geehrt. Obwohl sie mit der Gründung ihres Instituts und ihrer Tätigkeit als Trainerin schon wichtige Ziele erreicht hat, hört Natascha Meyer keineswegs auf, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Sie weiß genau, was sie in den kommenden Monaten erreichen möchte. Meine Pläne sind, dass ich auf jeden Fall mich räumlich noch mehr verwirklichen möchte und dass meine Mitarbeiter bei mir bleiben, dass wir als Team weiterhin zusammenarbeiten, Kundenstamm weiter aufbauen. Und ich möchte mehr Zeit noch meinen Schulungen widmen. Für die Unternehmerin bleibt also in Zukunft genug zu tun. Doch auch wenn die Arbeit manchmal etwas stressig ist, bereut sie ihren Sprung in die Selbstständigkeit auf keinen Fall. Es ist tatsächlich anstrengender, wie ich es mir immer erträumt habe, weil viele können sich nicht vorstellen, dass es auch wirklich harte Arbeit ist, wenn man im Kosmetikinstitut arbeitet. Aber ich würde es für kein Geld der Welt eintauschen und habe auch kein Interesse mehr, in meinen alten Beruf zurückzukehren. Das hören sicher nicht nur die zahlreichen Stammkundinnen gerne, sondern auch die vielen Nageldesignerinnen, die in Zukunft vom Wissen und von der Begeisterung von Natascha Meyer profitieren werden.